Hallo Freunde, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video. Der Kunde hat aber kein Geld. Kennst du diesen Satz? Hast du ihn vielleicht selber schon mal gesagt, vielleicht schon mal irgendwo gehört? Der Kunde hat aber doch kein Geld, der muss doch auch sparen. Und dazu kann ich dir unglaublich viele tolle Tipps geben, weil die Denkweise ist größtenteils falsch. Und um dir das am besten zu erklären, habe ich jetzt einen kleinen Auszug meines Videotrainings der DJ-Preise Masterclass für dich, wo das Thema ganz stark drin behandelt wird. Und jetzt kommt, das ist wirklich nur ein kurzes Snippet aus einem echt langen Video mit viel Infos und Details dazu. Trotzdem hoffe ich, dass es dir jetzt schon weiterhilft. Da ist eine kleine Geschichte drin. Vielleicht hast du sowas ja auch schon mal erlebt. Viel Spaß, los geht es jetzt. Der Kunde hat aber kein Geld. Und das Wichtigste zu dieser Aussage zuerst, du kannst mit dieser Aussage recht haben. Aber dann hast du dir den falschen Kunden geholt. Das ist ein Kunde aus einer der unteren Kategorien. Die Edeka-Kassiererin wird nun mal das Geld nicht für dich ausgeben, weil deine Gage höher ist als ihr Monatslohn. Das steht in absolut keinem Verhältnis. Du brauchst mehr Kunden, die mehr Budget haben und auch bereit sind, für gute Qualität gutes Geld auszugeben. Und dennoch höre ich oft, der Kunde hat aber kein Geld. Hat dir das schon mal ein Kunde gesagt? Und du bist deswegen von deiner Gage für ihn runtergegangen? Also der Kunde sagt dir, das Geld haben wir nicht, können wir vielleicht doch noch was machen. Und du hast das Gefühl, der Kunde hat kein Geld und du bist deswegen für ihn von deiner Gage runtergegangen? Hast du es mal gemacht? Ich auch. Und als du dann auf die Feier kamst, hast du bemerkt, dass er doch das Geld hatte. Plötzlich steht da keine Fotobox, sondern ein richtiger Fotobus. Es ist nicht nur ein Fotograf da, sondern auch ein Videografen-Team. Das Buffet besteht nicht nur aus 5 verschiedenen Speisen, sondern aus 8 oder 10. Die Hochzeitstorte ist nicht so klein, das ist eine 3-stöckige große Torte. Und ein Sänger wurde auch noch gebucht. Hast du sowas schon mal erlebt und dich danach geärgert, warum du vom Preis runtergegangen bist? Ich auch. Mir ist das auch schon mal passiert. Der Kunde hat aber kein Geld. Weißt du, was die Wahrheit ist? Der Kunde hat das Geld. Er gibt es nur für etwas anderes aus. Bei einer Hochzeit zum Beispiel gibt ein Brautpaar für den Tag locker zwischen 15.000 und 35.000 Euro aus, je nachdem, in welcher Kategorie sie drin sind. So viel Geld hat der Kunde für diesen einen Tag auf den Kopf gehauen. Oder er haut es dafür auf den Kopf.